Hallo Leute, wir sind wieder da, mitten auf dem Schiff, wieder früh am Morgen mit dabei bei Epic. Viel Spaß. Ich habe Tüte Simitschki dabei, können wir alle gerne Geil! auf Hummer. Ja, Komm, ich werd seekrank. Alle in meine Simitschki-Tüte reinlangen, Okay, bitte. los. Nam, nam, Alle nam, 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 knuspern. nam, 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 Oh. Sind gut, leer. Abgelaufen. Nein, Ja, Fisch. Ganz schmecke nicht Fisch. Ich gut. finde die geil. Habe ich mitgebracht aus Russland noch. Oh, Ich ich finde glaub, die das geil. war's. Wodka? Wodka habe ich keine mehr. Habe ich unterwegs alle getrunken. Das ist Oh, ganz knapp. Oi, oh. oi, oi. Und Dinkel, die schmecken sich, habe ich gehört. Mir Gell? schmecken die gut. Was Das immer, mein Freund. Dinkelbrötchen, Dinkelchips. Der ist denn nur für dich? Oder aber knall Alois. gewesen. Ja bitte, was gibt es denn? Hast du auch probiert, mein Simitschki? Nein, ich hab das jetzt. Was? Wo? Wie bitte? Ich habe Tüte mit Simitschkis, auf Deutsch Ja, Sonnenblumenkerne. könntet ihr mal rüberreichen bitte? Dann probiere ich das Ja, einmal. kannst du auch probieren. Das keiner zeigt doch. Ja, danke. Ja, will jemand noch Nachspeise? Ich habe Plombeere, das ist russische Eiscreme. Oh mein Gott. Habe ich ein bisschen Plombeere Ah, für mir ist alle. schlecht. Ich kotze sonst auf den Schoß. Frage mich gerade, wo ich Plombeere her habe, weil ich bin gerade auf diesem Schiff. Wie lange dauert diese Boot so ungefähr noch? Kippen. 6 Stunden circa. Ich fahre jetzt wieder dahin, wo wir eben losgefahren sind mit dem Bus. Wo sind wir denn? Was für ein Bus? Ah, hoch! Boah, dauert ja noch Ewigkeit. Das dauert ja Stunden. Wird das Schiff noch Benzin? Müssen wir zwischendurch anhalten und tanken. Wir können. Wir müssen zwischendurch einmal gucken in den Maschinenraum. Den Russen, da und kann dann ein ganz bisschen Kohle einfach an nachwerfen. Benzin kommen. Aber nicht hier. Nicht auf dem Meer. Nein, hier gibt es keine Möglichkeit. Hast du kein Alkohol mit, Lusse? Ich habe gerade gesagt, ich habe unterwegs alle verbraucht. Dann müssen wir dein Blut abzapfen, da ist auch Alkohol drin, glaube ich. Wodka ist Benzin für Boris, blieb. Du Captain, gibt es hier ein Bordwitze? Halt den Schniedel aus dem Fenster, Mensch, hier ist Wasser. Oh, Captain, mein Captain. Ja, gehen Sie mal von der Brücke runter, dann sehen Sie diese Kurbel in der Mitte vom Schiff. Und ja, wenn Sie da ans Ende dieser Rampe gehen, da können Sie einfach laufen lassen, da fließt das schon ab. Ja, vielleicht gibt es auch ein bisschen Vortrieb, den können wir gut brauchen. Ja, wir sind kurz rückwärts gefahren, das war oh, ein Matrixfehler. Dann bis gleich. Ja, Herr Grattler, viel Spaß. Ich würde Fallen Sie mich auch nicht ins Wasser. Ich würde mich auch gerne auf dieses Schiff bewegen, aber irgendwie bin ich festgefroren. Und diese Leiter, es geht nicht weg. Hörst du mich? Nein, noch nicht. Diese Natur ist einfach so schön. Ja. Geht's? Guck mal, links langweilig. Bambi. Jetzt hab ich Hunger. Links ist Bambi. Ah, positiv. Ich sehe was, was du nicht siehst, Blät, und das ist grün. Der Rasenbaum. Nein, Blöcke welche, da vorne. Welcher mein Baum? Gesicht. Welcher Baum? Der Himmel. Ja, weiter von rechts. Richtig. Nein. Echt? Ja. Du hast vollkommen recht. Okay, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist rot. Die Lampe. Scheiße. Hey. Was du nicht siehst und das ist grün. Die andere Lampe. Exakt. Jetzt sind die Lampen weg. Mein Handy ist so kacke, ne? Das hat mir einer verkauft und ich wollte jetzt gerade Angry Birds spielen oder auf, das gibt's hier gar nicht. Nee, nur Snake. In der Angry Birds wurde auch auf den Shop rausgenommen. So. Meint ihr, wir passen da drunter? So technikaffin bin ich ja, da. Heutzutage werden nur noch Browserspiele gespielt. Ah. Das ist cool. Du Captain. Ja. Herr Grattler. Das ist jetzt, ich bin auch ein wenig überrascht, dass wir so eine lange Fahrt hier geplant haben. Und das ist ja. Wie lange ist die Fahrt denn noch? Danach geht's Sind aber... Sind wir gleich schon da, oder nicht? Ach, ja, das weiß ich nicht. Wie lange ist die Fahrt noch ungefähr? Weil ich müsste sonst mal ein bisschen meditieren. Ja, aber ich denke mal, wir fahren da schon noch so 10 Minuten da hoch. Lass mich mal schauen gerade. Ich brauche jetzt 10 Minuten, um an Brücke. Ich muss mal ein wenig meditieren. Ich gehe jetzt mal ganz kurz unter Deck und dann meditiere ich Können wir nicht einfach hier anhalten? Tun Sie das. Und nach Hause laufen? Ich glaube, es ist immer schneller. Oder ich rufe den ADAC. Die können uns abschleppen, sind schneller. Oder einfach Helikopter dann. Oder das. Ist so. Einfach umsteigen. Aber das Gute an diesem Boot ist, Unfall unmöglich. Ja, das ist richtig. Nein, ich kann wohl auf Land laufen. Aber das ist bestimmt hin. Ganz ehrlich, wenn uns irgendeiner sieht hier, der jetzt an uns vorbeifährt mit dem Auto, die werden auch nicht stehen bleiben und gucken, weil sie sowas noch nie gesehen haben hier, dass da ein Boot lang fährt. Und dann steigen da auch noch so 8 Typen aus oder so. Mit Galaschnikow. Die meisten sind nackt. Und alle so, hey, die meisten. War ein sehr verrücktes Partyboot. Wir können jetzt gleich links fahren als Cannabis-Plantage. Können wir ein bisschen Kräuter holen. Was haltet ihr denn davon, wenn wir ein Liedchen singen?
Oh, nee. Abstand halte ich davon. Ich möchte bitte aussteigen. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Denn kannst du dir mal deine Tüte in den Mund stopfen, bitte? Jetzt lass den Mann nur singen, wenn er so singen möchte. Das ist ein Volkslied. Oh, blöd, schon wieder eine Brücke. Oh, eine kalbe Brücke. Ein Brück. Also bei uns in Bayern ist es eine Tradition, sobald man eine gebaut. Brücke überquert. Das sind die Kollegen von der Nonna am Wert, die bauen die jetzt gerade. No, Nee, das ist russische Brücke. Russische Brücke bauen sich am schnellsten. Ist das Tradition in Bayern, Herr Gradler? Ja, aber die bauen ja auch aus Pappmaché, die Russen. Ja, dass man, sobald man eine Brücke aber überquert, dass man da... Das stimmt, das Beste. Einen mit dem Besten. Ein Kleister vom Heidebaumer. Ich komme nicht mehr zu Wort. Entschuldigen Sie, Herr Schweinebauer. Okay. Ich bin ruhig. Ich bin doch nicht der Schweinebauer. Hatten da vorhin so ein paar Schweine bei sich. Dachte ich, sie wären Schweinebauer. Na, das waren die Polizisten, waren sie. Ach so, waren das. Na, damit habe ich so. Ja, da wird getrunken, wenn man eine Brücke überquert. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Das waren vielleicht drei Worte, aber das hat lange gedauert. Haben Sie denn was zu trinken dabei? Ja, ein Energy. Meine ganzen Hoffnungen lagen auf dem Russen, aber der hat nichts. Ich kann mal gucken. Ich habe 3 Flaschen Wasser. Ja, aber so langsam wie wir fahren, dann fermentiert. Die hat der doch Wasser. Eben hier aufgefüllt, oder nicht? Ich habe was für den Russen dabei. Ich habe einen Benzinkanister. Den können wir trinken. Such mit Sternenstaat. Das ordentlich Straßenfleisch und Wasser ein bisschen Schnaps zu machen. Dinkel schon wieder, ach nee, der ist noch am Meditieren, stimmt. Der Dinkel, der ist unter Deck gegangen, der braucht ein paar Minütchen für sich. Jeder weiß, was er gerade macht. Er dinkelt sich einen. Genau. Der hat das Unterdeck abgedinkelt und jetzt dinkelt er sich einen. Oh Gott, war der Schleuse. Schleuse, blöd, ich lach trotzdem aus Freundlichkeit. Hallo, es ist Freund, macht gute Würze. Danke. Jetzt ist da vorne nicht Hafen? Ja, hoffentlich. Oh, Zivilisation. Wir müssen da drum. Das ist ein Seekarten. Gott, wenn wir Pech gehabt. Während dieser Schifffahrt verdiene ich Tausende von Dollar alle 5 Minuten. Das lohnt sich. Wo ist das für Geschäfte halt? Ah, du wusst wie. Geld verdient sich von allein. Jetzt zum Glück über den Nonnenfang, ich krieg auch alle 5 Minuten Geld hier. Gut, da ist die Kajüte wieder aufgegangen, hört ihr das? Ja, ich glaube, ich höre ihn. Herr Dinkel, ne? Ja? Haben Sie zu Ende gedinkelt? Ich habe zu Ende meditiert. Gedinkelt haben Sie doch. Willst du da vorne aus dem Steg, da kann man anhalten. Wir haben gute Nachrichten. Ja, wir können halten am Hafen. Ihr wollt da aussteigen? Sieht so aus. Ich wollte nicht bis da vorne hin. Ich glaube nicht, dass wir weiterfahren möchten. Ich kann da nicht aussteigen. Hilfe nicht. Also ich muss sagen, dass die komischste Bustour und Bootstour in meinem ganzen Leben war. Ich habe ein bisschen mehr Status und Loopings gedacht, aber das so ist. Ich habe ein bisschen mehr Komfort scheiße. Auf dem Boot gedacht. Was ist das hier für ein Fischerboot überhaupt? Entschuldigen Sie, das ist dafür gedacht, um Krabben zu fischen. Ja, toll. Und wir fahren damit eine Rundtour, ey, wie sind wir bescheuert. Krabben und Glaschkalaf. Beste Rezept. Baba Gumshrimps, die esse ich. Sonst ich sehe nichts. Land, da vorne. Oh. Sehen Sie die Kräne? Das sagt, die Nonne, da sagt die Nonne, ich sehe Land. Ey, wir fahren die ganze Zeit an der Küste lang. Wir können halt nicht so weit gucken. Ja. Ja. Ja, das siehst du denn. Die Kräne sind, ne? Ja. Da wird gebaut. Ui. Kannst Klasse. Du mal hupen, bitte? Der Kahn hat keine Hupe, die ist defekt. Oh, scheiße. Ja, toll, dann hupe ich. Hup! Hup! Sehr authentisch, danke. Schön. Na gut, ne? Ja. Oh, da aber vorne. Kleine wisst ihr, was das Problem ist? Ich bin übermüdet. Und dann passiert so eine Scheiße. Entschuldige mich hochachtungsvoll bei euch. Da vorne ist das Ziel. Ich sehe es. Dinkel, soll ich dir einen Energy-Drink geben? Ja, habt ihr Essen und Trinken dabei? Nee, sonst kriege ich noch einen Herzinfarkt. Ich kann davon nicht so viele trinken. Das ist jetzt erstmal ein Apfel, das ist was Gesundes. Ich habe mal ein Wasser getrunken.
Das hat dir geschmeckt? Ja, war das nicht mehr gut? Apfel. Das war schon gut so, ey. Ich sehe Land zukommen, aber es entfernt sich immer weiter, anstatt näher zu kommen. Das ist der Alkohol. Was ist denn das da hinten mit den Krähen? Ist das ein Neubaugebiet oder was? Er wird gebaut. Ja, was wird da gebaut? Ja, das weiß ich nicht, aber der wird gebaut. Ja, das ist ja wieder eine super tolle Rundfahrt hier. Super viel. Ich will mal merken, ey. Da wird gebaut. Ja, da drüben an der Felsformation, da sind Steine, falls es noch nicht aufgefallen ist. Ach, so sehen die aus. Ja. Lange nicht mehr gesehen. Nicht Motor ausmachen. Aber ich muss bremsen, ansonsten fahre ich da hinten gegen die Wand. Aber bei dieser Geschwindigkeit passiert nichts. Eieiei. Wieso ist dir eine Lampe im Wasser? Sieh das nur ich? Ja, ich sehe das auch. Nein. Wo ist eine Lampe im Wasser? Rechts. Das Fische sehen, wohin schwimmen, dass sie nicht gegen Hafen schwimmen. Okay. Das macht Sinn. Das ist ein Fischleuchtturm wahrscheinlich. Da ist unten ist bestimmt Atlantis. Noch ein Stück. Komm, Captain, das schaffst du. Die paar Meter. Gleich schwimmen wir rückwärts. Oh oh. Diese Spannung. Oh, wir sinken. Was? So, oh, meine sehr verehrten Fahrgäste, ich bitte Sie auszusteigen. Ja, aber ich... Oh. Oh. Warum sind wir im Wasser? So eine Scheiße, das ist ja Bootsfahrt. Was ist das denn für eine Kacke? Das war eine hervorragende Idee, Mike. Oh Scheiße, jetzt sind wir noch im Wasser. Ansonsten kann man euch nicht hören. Unter dem Wasser hört man gar nicht. Blub, 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 blub. Alle hören sich so blub, blub, blub. Oh, ich schwimme in die Luft. Blub, blub, blub. Da vorne geht's raus. Schnell. Ich muss dir sagen, und zwar blub, 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 blub. Ey, also ich würde sagen, auf travelerscheck.de würde ich diese Reise mit 0 Sternen bewerten. Oh, die Polizei ist auch noch da. Oh Scheiße, oh Gott, was machen die jetzt hier? Oh, was machen die denn hier? Jetzt schon wieder, ey. Die sind überall. Ja, hallo. Hallo, grüße, mach die Toilette weg. So, schönen guten Tag, Polizei. Einmal wieder raus, kann man aus dem Wasser. Nein, wir wollen nicht. Wir sind Meerjungfrauen. Meerjungfrauen, genau. So geil. Scheiße, was ist denn das für eine Fahrt gewesen? Wo ist euch der Captain bitte? Captain. Ja, unter Wasser kann das sein? Jeder hier. Aus dem Wasser, junger Mann. Warte, der kann nicht mehr schwimmen. Kommst du da raus? Dann mach ich da raus. Wo sind wir denn hier? Was sind das für eine... Die Leitern hier kaputt oder ich irgendwie nicht gegriffen. Das Ding, es sind schon jemals einer aus dem Wasser gekommen jetzt. Ist man die hier gegriffen? Nee, ich komm da auch nicht hin. Toll, machen wir ihn jetzt. Wir können nicht raus aus dem Wasser. Na super. Ich kann den Ausweis zeigen. Das kann ich machen. Ja, scheiße, wo geht's denn hier raus aus dem Wasser? Ja, super, mach mal. Was geht denn jetzt ab? Da müssen wir wohl einmal auch so rumschwimmen. Auch nicht dein Ernst, oder? Doch. Ach, da am Hafenbecken. Da am Hafenbecken links bei dem Gebäude, da ist eine Leiter. Ich höre manchmal nur blub blub. Einfach folgen. Ach, da hinten. Oh, ich ei, ei, ei. Ja, danke für diese Rundfahrt, übrigens. Die Leiter. Ach, da hinten. Ah, die rote Leiter. Das liegt am Wasser. Ja, Captain. Ja. Ich glaube, mir ist ein Fisch in den Lock. War eine interessante Fahrt. Kriegen ab und zu ein bisschen Wasser in den Mund. Ich verstehe sie ganz schlecht. Es war eine schöne Fahrt. Die Reise ist scheiße. Die Reise ist scheiße.
Gleich geschafft, Leute, wir schaffen. Moment. Ich kann nicht sie wieder freilassen. Das ist jetzt nur, weil wir unterbesetzt sind. Aber wir... Also mach die Leiter mal bitte frei. Der Nackt darf der Leiter raus, doch. Der Leiter. Was? Kann man die Eier von... Legen wir nämlich erstmal alle fest. Warte, jetzt wollen wir jetzt festgenommen. Wir sind eine Bootsfahrt. Ich mach die Leiter hier. Wer ist denn jetzt hier? Hey, ich komm nicht aus dem Wasser raus. Ja. Ja, jetzt hab ich's. Leiter hochsteigen. Yes. Ich wieder runterfallen. Muss mal gucken, dass ich irgendwie hinbekomme. Ich jetzt mal kurz die Handfeste anlegen. Ich mach sie auch nicht so fest. Was macht denn der? Ja. Ja. Bitte, ja. Ja, hurra. Hallo. Was, man? Ja. Okay, mach ich. Ja, auch, ich bin festgenommen. Die laufen mir nämlich jetzt. Warum denn? Entschuldigung. So, hoppala. Ich kann bunten. Ja, sind sie fertig? Ja! Komm ich hier raus? Okay. Musst du klettern? Aber vorsichtig. Ah, hallo Herr Polizist, sind Sie auch hier im Wasser? Komm hier raus, Herr Polizist, die Leiter ist nicht bis zum Ende. Du musst klettern. Ich hab doch geklettert, aua! Beide Handgelenk. Warum? Ich habe beides. Ich bin bald tot, ich habe Kreuz. Drogen einschiffen. Ey, ich hab's geschafft! Jawohl, mein Freund, du klatsch ein! Ja. Aber ich kann nicht, ich hab Ich hab's schon wieder nicht geschafft! Dort, du bist du! Wir können ihm nachgehen. Herr Polizist, können Sie mich mal rausziehen? Sie haben den Namen von dem Zivilisten draufgeschrieben. Einmal bitte umdrehen, hallo, stehen bleiben, einmal bitte umdrehen. Ach, hallo, guten Tag, Sie sind es. Es sind so viele Leute hier, wissen Sie? Hallo, umdrehen. Lauf! Okay, ja, Scheiße! Ja, da hat mich schon festgenommen, jetzt kann ich nicht mehr. Und ich bin voll verletzt, habe ich gemerkt. Also ich bin an dieser Schiffskonter hängen geblieben. Brauchen Sie einen Arzt? Ja, anscheinend. Okay, ich bringe ihn sofort ein. Ich komm hier raus. Du, Bootsfahrer, ja, hast du Drogen im Heck? Hier. Ich hab da ja nichts drin. Hier, Kollege, meine Freunde. Hallo. Ruf ich hier zu meine Freunde. Er hat gesagt, der hätte eine Nachricht von einem Zivilisten bekommen, dass wir Drogen hier reinschiffen würden. Jack, hol er mich erst mal raus. Ja, ist ja gut. Du, was macht denn der Nackerte da hinten mit den anderen Cops, sag einmal. Ja, hallo, Kollegen, da, hier, huhu. Er lässt sich bei der Mutter holen. Ja. Guck dir das an. Ich war mal an. Seht ihr den Kopf, der da nicht aus dem Wasser kommt? Das ist auch sehr lustig. Ah, Boris, alles gut? Priviert, mein Freund. Hey, Boris, was... Wegen was stehen wir jetzt hier? Die haben gesagt, dass wir an Drogenhandel irgendwie mit dem Boot und so. Ist das, das ist nicht echt, das gehört zur Tour, oder? Ich habe auch gedacht, dass das grüne Zeug einfach da so im Lagerraum liegt. Autsch. Für grünes Zeug? Hör mal, da war ja nichts drin. Dass dir nichts anhängen wird. Das grüne Zeug im Boot war Schimmel. Schau mal, der Polizist ist auch festgenommen. Ja, ich bitte, der Mann mit dem, wie schaut denn überhaupt aus mit dem Hut, genau? Ja, wir haben noch mehrere Verdacht, dass das Drogen auf dem Boot sind. Ich sitze noch im Auto. Hallo. Da ist ja nichts auf dem Boot. Hallo, das ist mir das Boot hier. Wenn Sie mich jetzt mal aus dem Auto holen, ich schmeiß mich mal wieder rein. Das hast du mal seine Pause. Erklären erst dann gleich erst einmal, was es geht. Okay, dass alle dann hier von euren Leuten kommen. Jetzt. Wieso darf der ohne Handfesseln laufen? So, packen Sie da mal bitte die Kabelbinder runter. Sagt mal, Kollegen, warum stehen die denn hier alle in der 8? Warum wurde der Herr jetzt gefesselt? Weil was wir waren nur untergesetzt, deswegen, weil die alle hier so querbeet. Ich hab gesagt, wir machen die los. Wir machen jetzt los. Mach den Jungs einmal hier die Kabelbinder runter, das ist ja unannehmbar. Der Pfarrer hier, der sieht nämlich auch so schwer. Die Armen. Ja, ich bin verletzt. Ja, nee, wir haben nichts gemacht. Ich hab ihm ja auch gesagt, den Grund, warum wir heute gemacht haben. Dankeschön. Gerne und der Grund war ja auch gerechtfertigt. So. Nein, niemals, wir haben keine Drogen am Start, wir sind doch ganz legal. Nein, darum geht's nicht, das ging, dass ihr so viel hast. Zack, geil. Dankeschön, Sie sind aber auch recht viele hier. Dankeschön. Ja, ja. So, also bitte einmal hier Ruhe. Ja. Bitte einmal um Aufmerksamkeit, guten Tag, mein Name ist Sergeant Kingston, was ist hier los?
Warum sind die alle in der 8 hier? Wissen wir nicht. Wir hatten ja den Dispatch, dass die Drogen hier einschiffen von Anonym. Hä? Wenn sie den mitgelesen haben. Das ist Blut hier. Der Busfahrer Scheiße labert. Ich hab ja nichts gemacht. Ruhe jetzt da drüben. War das vielleicht der Lust, der Sag mal, mitgenommen hat? Ich bin runtergefallen. Jungs, was ist bitte los mit euch? Warum steht der hier bitte noch gefesselt? Ich hab gesagt, alle die 8 runter. Da ist gerade jemand runtergefallen hier. Hilfe, ich bin runtergefallen. Ich stecke in der Ritze fest. Oh Gott. Alles klar, bitte alle hier mal von der Kante weg. Da unten ist er. Ich sehe ihn da unten. Geht bitte mal da weg. Ich hab eine Idee. So. Ich habe ja Lust, ist so einen Schlitz gefahren. Ja, da steckt in der Ritze. Geht mal weg hier. Pack die weg da. Wollen Sie den jetzt mit dem Auto rausziehen? Ja, wir hängen da gleich ein Seil dran, dass er eher hochklettern kann. Jetzt versuchen Sie mal ins Auto zu klettern. Ja, da bist zum Glück ein Engländer. Ich lasse Ihnen jetzt ein Seil an der Beifahrer raus. Können Sie da irgendwie sich am Seil hochziehen? Nein, noch nie. Okay, dann, ja. Ich glaube, der Lust hat er dann mal weg, Ross, oder der andere weg. Weg. Sollen wir... Oh, shit. Vielleicht gibt's Feuerwerk. Wollen Sie erreichen? Wollen Sie gleich gehen? Okay. Ich gehe mal lieber einen Schlitz zurück. Dann probieren wir was anderes. Dominik hier. Ja, was ist das für ein Schlitz hier? Warum ist der hier? Bleibt mal stehen. Bleibt mal stehen. Jungs! So, der Rest darf man wieder hier drüben mit aufstellen und es geht dann gleich weiter. Ich glaube, dass unsere Touristengruppe hier mehr Disziplin wird als die da drüben, so wie es ausschaut. So, einen Moment. Was ist denn da los mit denen? Gleich weiter und dann wird jeder einzeln. Okay. Hallo, wie kommst du hier hat ja nicht mal viel zum Ausziehen, hat er schon die Gehäuse verloren. Ja Leute, ihr seht, eine Schifffahrt, die ist lustig, eine Schifffahrt, die ist schön, es ist wunderbares Chaos und es ist auch sehr angenehm, ich hoffe, euch gefällt es, wir machen weiter so, ich werde die Folgen nie schneiden, ich werde es einfach am Stück aufnehmen, wenn ihr andere Folgen sehen wollt, schaut auch natürlich bei den anderen Links in der Videobeschreibung vorbei, die machen auch ganz tolle Videos und schnippeln das Ganze auch vielleicht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.